Produktinstallation ist ganz einfach. Sie brauchen keinen Experten. Alles, was Sie brauchen, ist ein Bandmaß, eine Feile, eine Wasserwaage, Klebstoff, eine Handsäge, eine Kelle und Fugenmasse. Es wird empfohlen, dass Sie Schutzausrüstung, Handschuhe und eine Schutzbrille verwenden. Da es in jedem Karton eine Vielzahl von Formen und Nuancen gibt, wird es empfohlen, vor Beginn der Installation die Produkte aus verschiedenen Kartons zu mischen, um eine Harmonie von Formen und Farben zu haben. Wenn Sie die Steine auslegen, ohne sie anzukleben, bekommen Sie ein besseres Gefühl dafür, wie die fertiggestellte Wand aussehen wird, und es hilft Ihnen, bessere Entscheidungen bezüglich der Platzierung der Steine zu treffen. Vor der Installation stellen Sie sicher, dass Ihre Anlagefläche trocken und im guten Zustand ist. Für eine bessere Klebkraft wird es empfohlen, die Rückseiten der Platten mit einer Drahtbürste anzukratzen. Für Gipsprodukte bringen Sie den Kleber auf die Rückseite der Platte auf, befestigen Sie sie dann an die Wand mit einer Vor- und Rückbewegung. Es ist wichtig, mit einer Ecke oder mit dem Ende der Wand zu beginnen. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Steine. Wenn Sie einen Stein schneiden müssen, können Sie das ganz einfach mit einer Handsäge tun. Setzen Sie den Stein an seinen zukünftigen Platz und markieren Sie, wo Sie ihn schneiden wollen. Für eine bessere Passform feilen Sie die Schnittkante. Wenn Sie ein unregelmäßig geformtes Steinstück brauchen, brechen Sie den Stein für ein rustikales Aussehen. Lassen Sie die festgelegten Steine für 24 Stunden, bevor Sie sie mit einer Fugenmasse Ihrer Wahl ausfugen. Zum Ausfugen benötigen Sie einen Fugenfüllerbeutel, einen Cutter, eine kleine Bürste, die Fugenmasse, eine Kelle, einen sauberen leeren Eimer und ein Mischwerkzeug. Vor dem Öffnen rollen Sie den Eimer der Fugenmasse auf den Boden, um den Inhalt zu mischen. Der Fugenfüllerbeutel befindet sich im Eimer. Verwenden Sie sauberes Trinkwasser für die Mischung der Fugenmasse. Die zu verwendende Mengenangabe ist für jede Fugenmasse auf dem Eimer angegeben. Mischen Sie die Fugenmasse und das Wasser gut durch, bis Sie eine homogene Paste haben. Es wird empfohlen, nicht die gesamte Menge auf einmal vorzubereiten, sondern in Bereichen von ca. 30 Quadratfüße zu arbeiten, um es zu verhindern, dass die Fugenmasse erhärtet, bevor Sie sie an die Wand aufbringen können. Schneiden Sie diagonal etwa 1 Zoll von der Spitze des Fugenfüllerbeutels und füllen Sie ihn etwa 2 Drittel mit der Fugenmasse. Beim Ausfugen stecken Sie die Spitze des Fugenfüllerbeutels in die leeren Räume zwischen den Steinen und fast in Kontakt mit der Wand und füllen Sie die leeren Räume durch das Zusammendrücken des Beutels. Es ist ganz einfach, wie die Glasierung einer Torte. Falls die Fugenmasse auf die Steine überläuft, lassen Sie ihn fest werden und entfernen Sie den Überschuss bei dem letzten Schaben. Sobald die Fugenmasse erhärtet, circa eine Stunde abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit, können Sie die Endfertigung der Fugenmasse beginnen. Dazu müssen Sie vorsichtig das überschüssige Material entfernen. Eine weichhaarige Bürste kann danach für den letzten Schliff verwendet werden. Nach Abschluss der Installation wird es empfohlen, ein wasser- und ölabweisendes Produkt anzuwenden, um die Wartung der Platten zu erleichtern.